Also, wir haben das. Da ist RVEDEN. So, und wir haben hier diese Ansage. Da haben wir Denver, ne? RVEDEN. Haben wir 2387. Und hier haben wir. Es ist halt echt. Ich verstehe es nicht. Wir haben 31, 32, 34, 37, 41. Das passt. 66, 74 sind 8. 74 zu 82 sind 8. 82 zu dann 90 sind 8. Und 90 zu 98. Fuck, Mann, ey. Fuck mal live. Wenn ich alle Zahlen eingeben muss, oder was? Ah ne, also ich kann nur 4 Zahlen eingeben. Okay, gut. Also machen wir 90, 32. Und Denver. So, 387 3290. Hat jetzt So, gerade nicht hingeguckt, muss jetzt drei Code knacken, acht oder? sieben dreißig. Ja, du, ich habe hier, warte, kann ich dir gleich noch mal zeigen? Ich habe hier eine Disk. Warte. Drücken. So, erstmal wieder umgestellt in TS. Ich habe hier eine Diskette, die muss ich entschlüsseln. So, dazu habe ich drei Beweise. Der erste Beweis ist hier diese Fernsehzeitung, wollte ich schon sagen. Zeitung. Da siehst du ja, die Buchstaben sind rot. RVEDEN. Ne? Die musst du dir merken. Dann hast du hier eine Bandansage. Da ist halt Denver mit dabei. Denver 2387. So, also die 2387 scheint wichtig zu sein. Ja. Und dann hast du hier so einen Runenrätsel oder was weiß ich, oder das ist eigentlich auch nur Zahlenrätsel. Na, hast halt rote Zahlen. Die roten Zahlen werden immer plus gerechnet und immer plus 1. Also 31 plus 1 sind 32, 32 plus 2 sind 34, 34 plus 3 sind 37, 37 plus 4 sind 41. Ja. Die blauen Zahlen immer plus 8. Also 66 plus 8 sind 74, Und du 82, hast dann deine 90, Zahlen raus, 98. ja. So. Na, also habe ich jetzt einmal hier ein rotes Fragezeichen mit 32, dann das blaue Fragezeichen mit 90. So. Okay. Jetzt ist aber allerdings Geht das das nicht? Problem, ich weiß nicht, wie ich es eingeben muss. Ja gut, du hast ja jetzt schon beide Varianten gemacht, ne? Also der Code, das, was ich als erstes eingebe, sind immer nur 4 Zahlen. Ne, es sind nur 4 Zahlen, mehr geht nicht. Na, also weiß ich jetzt nicht, es könnten die 3290 sein. So, und die Passphrase, weiß ich nicht, habe ich schon RVEDEN ausprobiert. Ne? Das will er nicht. Ja, was ist denn, wenn du bei Code diese Denver-Nummer eingibst und bei Habe ich auch schon. Passphrase alle anderen Nummern, diese langen, mit Alle roten Nummern? Nummern. Ja. Ja, warte mal. Ja, doch, das stimmt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Nee, habe ich mich jetzt vertippt? Ich gucke lieber nochmal. Ich mach's nochmal. Also 2387 3166 3274 3482 3790 4198. Nee. Aber Dann machen wir schon. mal noch die 3290 und ich habe, glaube ich, vorhin auch schon Denver 2387 habe ich auch schon eingegeben, ne? Dann haben wir 3290 RVEDEN. Nee. Mann, was ist denn das für eine Rotze?
noch mal in die Zeitung rein, vielleicht steht es da noch irgendwas. Nur diese roten. Du hast halt nur diese roten Buchstaben. Wunderzeit, weil das halt auch nicht dann wirklich die Reihenfolge ist, wie Denver halt, ne? Naja, warum nicht? Wie? Ja, ist halt einfach ein Code, ne? Ja. Ach so, könnte auch an der Übersetzung liegen, ne? Wir haben dann anders hin. Die Reihenfolge. Wie Übersetzung, Reihenfolge? Ah, ist egal. Na, es ist R-V-E-D-E-N. Dass es nicht 1 zu 1 Denver dann ist, wäre ja auch zu einfach dann. Ich weiß nicht, ob hier die anderen Zeichen noch irgendwas wollte ich gerade fragen haben. Ja. Aber ich wüsste halt auch nicht was. Oder dieses jetzt Dreieck am Anfang? Aber oh, taucht auch nirgendwo auf, ne? Nee. Mal. Hier ist auch nichts vor, da ist auf der Diskette irgendwas drauf. Sehe ich hier irgendwas? Nee. Ach doch, ich kann ranzoomen. Keine Ahnung, ey. Und man kann nicht bei den anderen Sachen auch? Nee. Ach Marcel, was ist denn das für ein Rotz, ey? Scheiße, Mann. Was könnten das nur sein? Oder nur die Zahlen, wo alle vier ausgefüllt sind, also bei der 66 und so weiter und so fort. Soll ich das mal ausprobieren? Kannst du machen, aber dann wird das ja mit den Fragezeichen wieder ein bisschen durch. Ne, wieso? Die Fragezeichen sind ja mit vier Dingern. Also haben wir die 66, die 32, die 34, die 90 und die 41. Ah, schade. Ach, Kackmann, ey. Hat das Foto noch irgendwas zu sagen? Nee. Na, das war nur von dem Typ. Da kann ich aber auch nur ranzoomen. Aldrich. Nee. Das hat, glaube ich, auch nichts zu sagen. Och, das kann doch nicht so schwer sein, ey. Meine Fresse, das ist ein fucking COD. Ja. Warte mal, hatte ich vorhin schon. Ja. Wahrscheinlich ist es ganz einfach. Ja, ich glaub's auch. Das hatte ich auch schon, ne? Ja, okay. Na gut, und diese in der anderen Reihenfolge hier hattest du auch schon, ne? Oben 3290, dann ja.
Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Ich hab keinen Plan, ich hab eigentlich die Beweise entschlüsselt, aber ich weiß jetzt nicht, was ich eingeben soll. Das ist echt dumm. Oder in welcher Reihenfolge oder keine Ahnung. Ich gucke jetzt nochmal in die Tonaufzeichnung, nicht, dass die was anderes sagt, als das, was da steht oder so. Ja, das wäre aber auch fies. Ja. 2, 3, 8, 7, sagt sie. Aber guck mal, wenn aus den wenn die Zahlen da plötzlich auftauchen von den ja, Symbolen, das sind ja nicht, auch nicht überall Symbole. Ja, aber das. Das weiß ich nicht, warum das so ist, Mose. Dass du da nur die Nummer nehmen musst. Ja, vor allem hier sehe ich es ja nicht, ne? Also ich weiß ja nicht, warum hier auf einmal mehr Symbole sind. Na, wir probieren es aus. Also die 3166 war das. Dann die 47, 37. Dann die 90 und die 98. Ja. Hola. Ja. Thank you.
Was für ein Käse. Vielleicht denke ich auch einfach gerade wieder zu kompliziert oder so, keine Ahnung. Ist mir zu blöd, ey. Was soll denn das? Gib mir doch mal bitte noch einen Hinweis, was ich machen muss.
Ergebnis eingegeben. Ach komm, fickt euch, ey. Was ist denn das für eine Rotze? Oh Mirko, ich habe bald 9500 Kanalpunkte. What? Ich gucke jetzt gerade bei der GameStar nach, ne? Ich habe auch schon nachgeguckt. Blöd ist, aber das sind ja ganz andere Zahlen bei denen, hä? Ja, weil jedes Mal, wenn du das Spiel neu startest, ändert sich das. Achso, okay. So, habt ihr nun einen fischigen Code aus dem ersten Schritt gezogen? Müsst ihr diese Zahl mit dem Magnetband abgleichen? Dadurch bekommt ihr das Lösungswort. So, 32,90 ist aber Orlando. Ja. Hä? Was musst du den Code deiner Zahl ziehen? Jetzt haben wir, was wir brauchen und können uns ja, und das mit Denver war sozusagen nur ja. False Friend oder was? Ja, super. Ich hasse sowas, ey. Nee. Ja, Denver aus der Zeitung war, dass du auf deine 2387 kommst wahrscheinlich, ne? Die habe ich auch nicht gebraucht. Was habe ich jetzt gerade eingegeben? Ich habe doch 32,90 und Orlando eingegeben. Ey, du hast 23,87 eingegeben. Naja. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Was ist das jetzt hier? Nächste Rätsel. Achso, nee, das ist nur die Daten von den Agenten halt. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Okay, ich sag Mason und Woods, dass wir soweit sind. Sie werden sich darum kümmern. Laut unserer Quelle ist Eldridge durch Colorado nach Süden ins nördliche New Mexico unterwegs. Dort werden wir seinen Wagen abfangen. Wir lassen nicht zu, dass ein Ex-CIA-Agent eine Spionagefabrik für Perseus leitet. Begraben wir das Arschloch. Begraben wir das Arschloch, Marcel. Mach mal. Jetzt ein bisschen. Ja, hatte sie einen schönen Schreibtisch. Passiert doch irgendwas? Achso, jetzt. Ja, hat über 11.000 Zuschauer. Er hat das ganze verdammte Land verraten. Phoenix 2-4, hier ist Phoenix 2-1. Ankunft in 30 Sekunden. Es geht los, Max. Wir laden uns heran. Geht los. Ich hab schon wieder ein fettes M60. Zeit für eine Botschaft. Licht! Eldritch ist in einem der Wagen. Wir gehen heiß rein. Achte auf Flüchtige. Wir blockieren den Konvoi. 2-1, Feuerschutz geben. Welchen Jahr spielt das denn? 1981. Also 80er Jahre. Ich war auch in der ersten Mission morgen in Berlin. Oh.
Oh, fuck. Was denn? Ich dachte schon, du antwortest jetzt mit, ja, spielt im Kalten Krieg. Ah. Oh. Pass auf. Hätte ich dich geschlagen. Oh, die verzieht aber die Waffe, ey. Oh, ich habe einen Schrotflinte als Zweitwaffe, okay. Mache ich doch. Was ist denn? What the fuck? Was soll das? Oh, da. Oh, warum habe ich meinen Schockdruck weggestellt? Hast du wieder gekleckert oder was? Nein, weil ich den so weit weggestellt habe. What the? Dankeschön für den Follow, Kickok. Und herzlich willkommen in dieser illustren Runde. Hab das Foto. Gut, verpissen wir uns von hier. Werde beschossen, muss beidrehen. Ah, oh. Was ist das denn? Jetzt machen wir. Das ist jetzt doof, ne? Oh Gott. Ja, Pat. Weil wir jetzt vorhin so auf dem Weg nach Hause gerade durch Apfelgang ist.
theoretisch kannst du mir auch, bevor du mir jetzt hier irgendwie Code schickst oder sowas, kannst du mir auch Gloomhaven schenken. Außerdem 25 Euro, also 24,99. Ja, okay. Das würde ich quasi mir dann eh davon holen. Ja, ich dachte, du wolltest dir hartes holen. Ach scheiße, ich muss das Dach hoch. Ja, also theoretisch schon, aber dann kann ich es ja zumindest mal, also kann ich mir trotzdem holen, der Kleine hat mit anderen nichts zu tun, aber das ja, würde ich halt okay. Mal ausprobieren quasi und da kann ich ja schon sagen, ob sie es so oder nicht irgendwas zusammenspielen. Sehr gut, Bruder. Eld und Zette wissen müssen, dass wir hier sehen werden. Okay. Aber es kann halt nicht jeder ein verdammtes Handy sein. Das tschüss. Das ist mir noch gerade eingefallen. Bis also, dich. Es war schön gestern. Ja, das stimmt. Hat echt Spaß gemacht. Ja. War sehr schön. Ja, es wäre noch besser gewesen, wenn man so intelligent, wenn manche Leute intelligenter gewesen wären. Hast du es Marcel schon erzählt? Nee. Oh Marcel, es gab gestern einen übelst Running Gag, es war so lustig. Wir haben quasi Cards Against Humanity auf Deutsch gespielt. Das hatte Charlie mitgebracht. Bist du überhaupt da, bevor. Anscheinend. Nee. Was? Bist du da? Ich wollte dir was von gestern Abend erzählen. Ja, ich höre auch ganz nett schon. Okay. Also Cards Against Humanity auf Deutsch. Und irgendwann mal hat Charlie, also Mirko musste halt aussuchen und Charlie legt eine Karte und sagt zu Mirko, wie hat er es denn ausgedrückt? Für die Karte musste klug sein, intelligent sein. Du musst intelligent sein, damit du das verstehst. Ja. Und es war halt irgendein Typ, den Kindschwein kannte. Und sagen wir mal ehrlich, Charlie auch nicht. Und das war halt der komplette Abend-Running-Gag. Immer wenn irgendwas hingelegt wurde, wo irgendein Name oder irgendwas dabei war, ging es immer, ja, da musst du aber ein bisschen intelligent sein, damit du das verstehst. Und das war halt übelst witzig bei jeder beschissenen Gelegenheit. Und Marie und ich machen das auch die ganze Zeit. Das ist lustig. Okay. Muss Liebe schön sein. Oh, das war cool. Nee, war echt schöner Abend wieder. Ja, das Essen war sehr gut. Lecker Franks. Und Lottie war auch mega lieb. Also hat auch überhaupt keine Tentara gemacht. Abendessen muss mega gut geklappt haben und schlafen auch. Ah, na, das freut mich doch zu hören. Ja. Was ist denn hier? Cave Story kostenlos. Was bist du denn? Irgendein altes Spiel. Das will ich nicht, danke. Leute, rastet schon wieder aus. Pillars of Eternity kommt als nächstes. Ist das nicht auch so ein Rollenspiel-Gedöns? Ja. Ah, ja. Ich. Warren-Kommission. Na gut, ihr Lieben. Du bist heute nicht nochmal da, also. Nee, ich hab gesagt, ich werde mit Marie nachher Film gucken. Ja, nee, ist doch schön. Und dann. Ist doch okay. Ja, nee, ich weiß nicht, wann würdest du das denn machen, weil ich bin morgen zu Hause. Deswegen, dann könnte ich mich morgen ein bisschen spielen nebenbei. Na, ansonsten machen wir es jetzt gleich. Na, gerne. Also die paar Minuten hab ich jetzt auch noch. Gut. Warte.